Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um den Klapperschwamm, der auch unter den Namen Maitake oder Spatelhütiger Porling bekannt ist. Der Klapperschwamm kommt in Deutschland vor allem am Fuße von alten Eichen vor. Seltener findet man die Art auch an Buchen, Linden oder Kastanien. Die Art kann sowohl parasitär, also an Lebendholz, als auch folgezersetzend, also an Totholz, in Erscheinung treten. Der Klapperschwamm löst Weißfäule im Substrat aus und ist damit ein Holzschädling. Auf lange Sicht wird Lebendholz durch den Klapperschwamm immer weiter geschwächt, bis der Baum langsam abstirbt. Finden kann man den Klapperschwamm vom Sommer bis in den späten Herbst hinein. Hauptsaison hat die Art im September und Oktober. Der Klapperschwamm ist jung ein hervorragender und extrem ergiebiger Speisepilz. Die Art besitzt einen angenehm pilzigen Geschmack und kann pro Fruchtkörper durchaus ein Gewicht von 10 bis 20 Kilogramm erreichen. Hinzu kommt, dass der Klapperschwamm in der Naturheilkunde als Vitalpilz bekannt ist und diesbezüglich viele positive Auswirkungen auf den Körper haben können soll. Ja, wie beschrieben, wird der Klapperschwamm in der Naturheilkunde als Vitalpilz verwendet. Die Art wird dabei zum Beispiel als Nahrungsergänzung bei Knochen- oder Gehirntumoren verabreicht. Die Art soll außerdem das Tumorwachstum im ganzen Körper und das Fortschreiten der Osteoporose hemmen, Cholesterin und Blutdruck senkend wirken und gegen Allergien und Durchfall helfen. Auch gegen Erkrankungen der Leber, der Nieren und der Blase sowie zum Auflösen von Ödemen wird der Klapperschwamm in der Naturheilkunde eingesetzt. Der Klapperschwamm bildet sehr große Fruchtkörper mit einem Durchmesser von bis zu 2 Metern aus. Aus einem Strunk bilden sich dabei bis zu 10 cm große, büschelartig ineinander verwachsene Hüte. Von oben betrachtet ist der Klapperschwamm dabei graubräunlich gefärbt. Auf der Unterseite besitzt der Klapperschwamm weißlich bis weißbräunlich gefärbte Poren. Die Poren sind relativ feinporig und verfärben sich auf Druck, im Gegensatz zum Riesenporling, nicht. Das Sporenpulver ist weiß gefärbt. Der Stiel des Klapperschwamms ist grauweißlich bis graubräunlich gefärbt, relativ dick und verzweigt sich in viele kleinere, dünnere Äste. Das Fleisch des Klapperschwamms ist weißlich bis weißbräunlich gefärbt und jung angenehm weich. Mit zunehmendem Alter wird der Klapperschwamm aber leider etwas zäh. Der Geruch des Klapperschwamms ist sehr aromatisch und fällt angenehm pilzig-würzig aus. Der Geschmack fällt ebenfalls angenehm pilzig aus. Der typische Verwechslungspartner vom Klapperschwamm wäre der Riesenporling. Der Riesenporling erscheint zwar auch manchmal im Laubwald, dort aber eher an Buchen statt Eichen. Ja, und erscheint zumindest bei uns in der Region eigentlich eher im Nadelwald und dort gerne an Weißtanne. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das Verfärben bei Verletzung bzw. auf Druck. Wenn man nämlich beim Riesenporling die Poren so ein bisschen drückt, dann verfärben die sich nach kurzer Zeit dunkelbräunlich bis schwärzlich. Und das passiert beim Klapperschwamm nicht. Ja, ein weiterer typischer Verwechslungspartner vom Klapperschwamm wäre dann noch der Eichhase. Der Eichhase bildet auch relativ große Fruchtkörper, die einen Durchmesser von bis zu 100 cm erreichen aus. Ja, er erscheint auch am Fuße von Laubbäumen, meist Eichen. Der größte Unterschied ist dabei der Aufbau von den Fruchtkörpern. Beim Eichhase ist es nämlich so, dass die einzelnen Hüte einen relativ kleinen Hutdurchmesser von maximal ja so 5-6 cm erreichen. Ja, und beim Klapperschwamm ist es wie gesagt so, dass der relativ große Hüte ausbildet und daran lassen sich die beiden Arten schon mal sehr, sehr einfach unterscheiden. Ja, ebenfalls verwechselt werden könnte der Klapperschwamm dann noch mit der breitblättrigen Glucke. Die finden wir zwar eigentlich auch ausschließlich an Tanne, vor allem in der Literatur oder im Netz wird aber immer wieder auch von Funden an Eichen berichtet. Ja, und dementsprechend gleiches Habitat, gleicher Fundort, also im Fuß von alten Eichen. Da wäre zumindest theoretisch eine Verwechslung möglich. Glucken sind aber keine Porlinge. Ja, und das ist doch schon mal ein relativ einfaches Unterscheidungsmerkmal. Insgesamt werden die Klapperschwämme auch deutlich, deutlich größer als die Glucken. Ja, so viel zum Thema Klapperschwamm. Wirklich eine wunderschöne, riesige Art. Ja, aber hat mich wirklich gefreut, dass es letztes Jahr mit dem Erstfund bei der Art geklappt hat. So
Häufig findet man diese Arten ja wirklich nicht. Das liegt aber wahrscheinlich vor allem daran, dass es einfach alte Eichen nicht mehr so oft gibt. Die sind wirklich selten geworden. Ja, und dementsprechend fehlt es dem Klapperschwarm und natürlich auch Arten wie dem Eichhasen so ein bisschen an Habitaten. Und dementsprechend selten sind diese Arten auch. Wie sieht es denn bei euch in der Region mit alten Eichen und dem Klapperschwarm oder auch dem Eichhasen aus? Konntet ihr diese Arten schon finden? Schreibt es uns vielleicht in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Bis dann!